Herzlich willkommen im Online-Sommer-Chat zur Reihe Grundeinkommen wird Grundsatz vom grünen Netzwerk Grundeinkommen. Wir starten heute mit der Veranstaltung Was ist ein grünes Grundeinkommen mit Professor Michael Opielka. Und diese Reihe Sommertalk Grundeinkommen wird Grundeinkommen findet im Moment noch bis zum 31.07. jeden Abend eine Veranstaltung zum Grundeinkommen statt. Hintergrund der Veranstaltungsreihe ist das neue Grundsatzprogramm der Grünen, was im Moment in der vorletzten Beteiligungsphase ist und wo wir nochmal einen deutlichen Impuls in Richtung Bundesvorstand geben wollen, um das Grundeinkommen in das Grundsatzprogramm zu bringen. Ich bin Bauke Dobberstein, ich bin Koordinatorin im Grünen Netzwerk Grundeinkommen. Im sonstigen Leben bin ich Ärztin, Psychotherapeutin, Mutter und BGE-Bloggerin seit einigen Jahren und ich werde die Veranstaltung hier heute moderieren. Nach einem kurzen Input von Professor Opielka wird es dann die Möglichkeit geben, dass wir Fragen im Frage-Antwort-Tool hier im Webinar stellen können und dass dann auch eine Diskussion entstehen kann. Ihr könnt euch im Chat gerne vorstellen, dort bitte keine Fragen stellen, Fragen im Zoom-Frage-Antwort-Tool stellen. Und ansonsten möchte ich jetzt gerne das Wort übergeben an den Professor Michael Opielka. Er war maßgeblich beteiligt am Zukunftslabor in Schleswig-Holstein. Er ist Leiter vom ISO-Institut und nach meinem Wissen ist er seit Jahrzehnten fürs Grundeinkommen unterwegs und sein Herz schlägt grün. Und ja, ich glaube, er kann das auch selber noch mal kurz ausführen. Ja, hallo. Danke, Bauke, für die nette Einführung. Ja, es sind ein bisschen merkwürdige Zeiten, dass wir jetzt hier alle so online uns austauschen, auslassen wollen. Ich versuche jetzt mal, meinen Bildschirm freizugeben. Also, ob das jetzt alles auch klappt. Ja. Ob es jetzt funktioniert, teilen. So, ja, genau. Ja, genau. Dazu, ja, danke für dieses schöne Titelbild. Und ich bin gebeten worden, kurz zu sprechen. Das fällt mir nicht so ganz einfach, aber I will try. Und Bauke, wenn ich das falsch mache, dann musst du mich einfach unterbrechen oder Wolfgang, je nachdem, wer von euch das schneller merkt. Ich bin gebeten worden, ich habe zu drei Fragen was sagen. Ich wollte ein bisschen was über das Zukunftslabor in Schleswig-Holstein erzählen, das ja ohne die Grünen gar nicht zustande gekommen wäre. Also ohne die Grünen, die haben das in den Koalitionsvertrag der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein hineinverhandelt. Dann möchte ich so als Übergang zur Frage, wie ein grünes Grundeinkommen denn aussehen sollte oder es aussehen kann, möchte ich ein paar Fragen stellen, mir selber, aber auch Ihnen und euch jetzt hier in unserer virtuellen Konferenz, was ein grünes Grundeinkommen denn so alles lösen sollte. Denn da sind die Erwartungen ja schon ganz schön gewaltig. Und jetzt mal gucken, wie das jetzt klappt hier. Und genau, also ganz kurz zum Zukunftslabor, ein paar Gedanken. Achso, ein kleiner Hinweis, ich habe da bei meiner Präsentationsfolienkonstruktion nicht darauf geachtet, dass bei Zoom rechts unten die Fotos zu sehen, die Bilder, die Videos zu sehen sind. Und das heißt, es kann manchmal verdecken jetzt die Bilder, Teile der Präsentation. Bitte schieben Sie oder schiebt die dann einfach unten in die Ecke weg. Also wenn ihr es in die Ecke wegschiebt, mich aber wegschieben, dann könnt ihr alles auch entsprechend lesen. Also das Zukunftslabor startete im Dezember 2018, sollte bis Januar 2021 gehen. Und es gab dazu eine Veröffentlichung, eine Veröffentlichung im April, Mai 2019. Da ging es um das Thema Demografie und Digitalisierung als veränderte Rahmenbedingungen, als Gestaltungsherausforderungen für die Zukunft der Sozialpolitik und der sozialen Sicherung. Und es gab eine zweite Veröffentlichung, auch eine Zwischenveröffentlichung zum Thema Zukunftsszenarien und Reformszenarien. Diese darf aber nicht veröffentlicht werden, weil die Jamaika-Koalition uns per einstweilige Verfügung gezwungen hat, dies unter Verschluss zu halten. Wir klagen im Moment dagegen. Also kurz, wenn wir jetzt über grünes Grundeinkommen sprechen, ahnen wir schon, so einfach wird es mit dem grünen Grundeinkommen nicht, weil, das werden wir gleich sehen,
weil die Grünen zum Thema Grundeinkommen ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis haben. Überhaupt zur Zukunft der sozialen Sicherung in Schleswig-Holstein muss man sagen, jedenfalls nach unseren bisherigen Beobachtungen, wo Robert Habeck dort herkommt, kann man nicht sagen, dass das Interesse an der Zukunft der sozialen Sicherung und dem Grundeinkommen besonders ausgeprägt gewesen wäre. Vielleicht ändert sich in Zukunft, aber bisher war das nicht der Fall. Das hat weitreichende Konsequenzen. Also hier in diesem, so lief das Ganze ab. Und jetzt will ich zwei, drei Sätze sagen zu einer sozialwissenschaftlichen Seite, die für die meisten von euch vielleicht nicht so interessant ist, aber doch ganz für uns wichtig ist, denn es geht nämlich um die Frage der Partizipation. Wie kann man eigentlich die Leute mitnehmen? Und da haben wir einen doppelten Partizipationsansatz gewählt. Der eine ist natürlich der praktische, wie bei aller Zukunftsforschung, also wir sind ja Zukunftsforscher, dass man die Menschen zusammenbringt, dass man live in Zukunftswerkstätten zum Beispiel, Zukunftsworkshops. Michael, ganz kurz bitte einmal. Ja. Wir haben im Moment deine Bildschirmpräsentation. Vielleicht kannst du das so machen, dass die Folie den ganzen Bildschirm einnimmt. Das macht sie aber eigentlich bei mir hier in meinem Zoom. Ist das nicht der Fall bei euch? Wir haben hier im Moment den Anzeige wie eine Moderatorenansicht. Das ist halt nur ganz, das musst du mir natürlich sofort sagen. Ich sehe, in meiner Zoom-Ansicht seid ihr komplett zu sehen. Mal schauen, was da passiert ist. Oh, das ist genau, sowas wollte ich vermeiden, so ein Unsinn. Ja, ich kann es, das ist in der tollen Technik. Ja, ganz blöd, sehr blöd. Warum ist das jetzt falsch? Ich bin doch schon hier in der Bildschirmansicht, in der Bildschirmpräsentation. Ihr könnt mich immer noch nicht erkennen. Folienansicht neu zu starten. Ja, tut mir leid, das wollten wir eigentlich vermeiden, dass solche Pannen passieren. Bei mir meldet sich das ganze Bildschirm ist hier. Ich blende das ein. Ja, ja so sollte es nicht sein. Entschuldigung, ich gehe nochmal in Zoom hier rein. Ich habe hier Bildschirmpräsentation. Okay, so sieht es gut aus. Jetzt besser? Ja? Ja, wunderbar. Ja, weil ich sehe nämlich nicht das Gleiche, was ihr seht. Sehr blöd. Okay, gut. Also hier sind wir wieder. Realtime Delphi. Und wir haben natürlich auch mit Studierenden haben wir solche Zukunftsworkshops gemacht. Haben dann eine Online-Beteiligung gemacht. Neben den ganz praktischen Veranstaltungen. Worauf ich raus will, jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Und das ist jetzt auch für die Diskussion bei der Grünen von Bedeutung. Wir haben nämlich zwei Fragen, also zwei Richtungen, über die wir nachgedacht haben. Die eine Richtung ist die Frage was für eine Zukunftsvision hat man, für wie wahrscheinlich und für wie wünschenswert hält man was? Und da haben wir vier Szenarien entwickelt. Ein sehr marktorientiertes Szenario, ein eher sozialdemokratisch-sozialistisches Szenario mit starkem Staat, ein eher konservatives Szenario, ein eher, ich würde sagen, garantistisches, menschenrechtliches Szenario. Und da kam was sehr Interessantes dabei heraus, dass die Leute nämlich mehrheitlich das, was sie für wünschenswert halten, nicht für wahrscheinlich halten. Ja, das haben wir schon in mehreren Befragungen herausgefunden. Das, glaube ich, ist ein wichtiger, sage ich mal, Hintergrund für alle Formen, wenn man über Politikgestaltung, Zukunftsgestaltung nachdenkt. Das Zweite, wir haben auch Reformszenarien untersucht, auf die werde ich gleich mal genauer eingehen. Wir haben vier Typen angeschaut, Bürgergeld, Grundeinkommen, Sozialversicherung plus Grundsicherung und Bürgerversicherung. Und bei diesen vier Bildern stellt sich aber heraus, dass da keine so ganz klaren Präferenzen da sind. Also da sind die Leute unsicher. Also die Befragten, die wir hatten, es waren 234 Befragte, unsicher, wie sie es einschätzen sollen. Ach du, ich sehe jetzt kein Bild mehr, Bauke. Sind wir alle verschwunden oder sehe ich nur im Bild dich, Bauke? Hallo, hörst du mich? Wir sind nicht verschwunden, alles wunderbar. Der Hinweis an Daniel, die Folien weiter zu klicken, bitte. Na, ich bin schon dabei. Ich bin hier bei der Folie vier Reformszenarien. Seht ihr die auch? Nee, wir sehen im Moment immer noch die erste. Daniel, kannst du das lösen? Nee, dann habt ihr mein ganzes Ding ja gar nicht gesehen. Ich habe ja auch die Bilder gezeigt zu dem, was ich rede. Das ist natürlich sehr unglücklich. Es tut mir leid, ich sehe jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich sehe nicht, wo technisch was ist. Ich sehe auch dich nicht, Bauke. Es tut mir leid, ich sehe gerade gar nichts in diesem Zoom-Ding. Entschuldigung. Kein
Keine Panik. Wir sortieren das und es wird gleich weitergehen. Ja, aber was soll ich machen? Kann ich jetzt, soll ich weitergehen? Es geht ihr weiter. Ich verstehe gerade nicht, wo ihr seid. Ich sehe in diesem Zoom, der Zoom-App sehe ich jetzt nur eine wrackartige Präsentation. Auf welcher Folie bist du jetzt im Moment, Michael? Ich habe euch doch alle bis zu Reformszenarien vorgestellt und war jetzt schon bei der Präsentation. Hier, 4 Reformszenarien. Okay. Und mein Vortrag muss ja den Folien folgen. Ich kann ja nicht einfach was völlig Entkoppeltes machen. Ich sehe noch nicht, was ihr seht. Das ist das Problem im Augenblick. Was seht ihr denn? Seht ihr diese Folie 4 Reformszenarien? Jetzt haben wir hier die 4 Reformszenarien. Ja, okay, dann ist es okay. Das tut mir leid, dass so eine Panne da ist, aber das ist genau passiert. Gut, also 4 Reformszenarien. Wir haben 4 Reformszenarien. 3 wurden mehr oder weniger vorgegeben von der Regierung, wenn man so will, aber sehr vage vorgegeben, sehr vage. Wir haben sie dann sehr viel genau präzisiert. Wir sind dann seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen, mit diesen Reformszenarien beschäftigen. Und ein 4. haben wir ergänzt, nämlich das Reformszenario Bürgerversicherung als Grundeinkommensversicherung. Die Pointe ist jetzt, das ist wirklich wichtig, um über Grundeinkommen nachzudenken, dass wir Grundeinkommen eingebaut haben in eine Gesamtreform der sozialen Sicherung. Und zwar in 4 verschiedenen Varianten, die sich aber kombinieren lassen. Aber 4 Idealtypen. Das eine ist, ich vertiefe es gleich nochmal, ist die Idee Bürgergeld, das ist so ein liberales Szenario, negative Einkommensteuer, verbunden sozusagen mit einer Bürgerpauschale oder manche sprachen auch von Kopfpauschale. Also eine, so wie es die Schweiz zum Beispiel in der Krankenversicherung macht und wie das Angela Merkel mit der CDU damals im Leipziger Parteitag vor jetzt 15 Jahren machen wollte. Also die CDU wollte mal so eine Kopfpauschale einführen. Grundeinkommen, klassisches Grundeinkommen, eine Sozialdividende, die jeder bekommt. In unserem Modell haben wir sie so konstruiert, dass sie wie ein Primäreinkommen konstruiert ist, also Einkommenssteuer- und sozialversicherungspflichtig ist. Und dass das Gesundheits- und Pflegesystem wie in England, wie in Großbritannien, vollständig aus Steuermitteln finanziert wird. Das dritte Modell ist das konservative Status Quo-Modell, erweitert um eine Garantiesicherung, also die grüne Garantiesicherung sozusagen als eine Add-on zum jetzigen Bismarckschen Modell. Das heißt, die Garantiesicherung ist im Grunde eine sogenannte Sockelung, eine bedarfsorientierte Grundsicherung. Und ansonsten Gesundheitspflegesicherungen bleiben wie bisher im gegliederten System. Also gesetzliche Versicherung, private Versicherung, Beihilfe. Und das vierte Modell ist eine Bürgerversicherung mit einer Grundeinkommensversicherung. Dieses Modell würde die Schweizer Alterssicherung auf alle Einkommenssysteme ausweiten und ein Grundeinkommen in eine Bürgerversicherung einbauen. Das sind 4 grundlegende Typen, in denen man Grundeinkommen oder Grundeinkommensformen organisieren kann. Die wollten wir berechnen. Jetzt gehe ich weiter. Folgt ihr mir, wenn ich jetzt zur nächsten Folie gehe? Ist das jetzt zu sehen? Hallo, Bauke? Hallo? Ja, wir sind jetzt bei der nächsten Folie. Was muss ein grünes Grundeinkommen alles lösen? Ja, so, und ich gehe gleich nochmal auf diese 4 Modelle ein. Ich will jetzt nur kurz mal zeigen, wie kompliziert alles ist. Einfach damit wir merken, dass es eben nicht, es gibt keine einfache Lösung. Es gibt keine einfache Lösung. Hier 2 Blitzlichter wollte ich, oder sagen wir 2,5 Blitzlichter. Eines, heute Tagesspiegel von heute. Gestern hat die Bertelsmann Stiftung eine neue Kinderarmutstudie vorgestellt. Was fehlt Kindern in Deutschland? Wir stellen fest, an der Kinderarmut hat sich in den letzten Jahren so gut wie nichts geändert, trotz allen Investitionen in Kitas, trotz Kindergrundsicherung. Hier rechts unten in einem Beitrag eine Staatssekretärin, SPD-Staatssekretärin, sagt aber ja, ist aber alles viel besser geworden, aber an den Daten kann man das nicht erkennen. An den Daten ist das Problem nach wie vor gravierend. Und für Kinder, für Eltern, immerhin ein Viertel der Kinder, die leben auf diesem Niveau, die haben, ob sie jetzt eine einwöchige Urlaubsreise im Jahr brauchen, kann man ja dahingestellt sein lassen. Aber wenn man das gar nicht hat oder wenn man das erlebt als Mangel, ist es natürlich ein ganz eindeutiger Teilhabemangel. Hier sozusagen nochmal die genauen Daten, kann man selber nachlesen. Die Folien bekommt ihr ja auch. Die Bertelsmann Stiftung hat eben ganz interessante Daten hier eben vorgestellt. Also Daten, die vom IAB und noch mit aus anderen Quellen zusammengestellt sind. So, eine zweite Quelle, also was heißt es also für Kinderarmut? Grundeinkommen Kinderarmut lösen und wenn wie? Die erste Frage. Die zweite Frage, zufälligerweise auch gestern veröffentlicht worden, Institut der Deutschen Wirtschaft, das ist das sozusagen Arbeitgeberinstitut, Arbeitgeberforschungsinstitut. Und die haben eine Studie veröffentlicht, haben einfach Daten, European Social Survey,
ausgewertet. Mehr haben sie nicht gemacht, aber auch in der interessanten Frage, nämlich rausgefunden, ich bringe das Fazit mal, habe ich rechts auch in die Folie gestellt, auch hierzulande die deutliche Mehrheit der Grundeinkommensbefürworter für substanzielle Bedingungen für Zuwanderer aus. Selbst unter denen, die ein Grundeinkommen besonders stark bevorzugen, möchten knapp 40% der Befragten in Deutschland Zuwanderern erst sozialstaatliche Leistungen zubilligen, wenn sie mindestens ein Jahr gearbeitet haben. Weitere 22% bestehen auf den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft. Dahinter steckt ein Problem. Ich will es jetzt nicht im Detail, wir haben die Zeit jetzt im Augenblick noch nicht, wir können gerne darüber diskutieren, nicht das vertiefen. Aber die interessante Frage ist, wie koppeln wir Grundeinkommen und Zuwanderung? Und das ist kein triviales Problem, auch nicht für die Grünen, die sich bisher diesem Thema natürlich nicht stellen, aber sie werden sich stellen müssen, wenn sie sowas einführen wollten. Und das ist nicht so einfach. Und auch da, das muss es lösen. Dieses Problem muss ein grünes Grundeinkommen lösen. Und last but not least, das letzte Problem, ja, wie passt es mit Nachhaltigkeit zusammen? Ich habe jetzt die 17 SDGs, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, an die Wand geworfen. Und das Ziel Nummer 1, die meisten von euch werden dieses Bild kennen, es wird da zum Glück, das zirkuliert ist, sind die UNO-Ziele, denen sich Deutschland auch unterworfen hat. Erstes Ziel ist keine Armut. Ja? Und natürlich weiter weniger Ungleichheit plus nachhaltiger Konsum, menschenwürdige Arbeits- und Wirtschaftswachstum erstaunlicherweise. Also was hat es mit unserer Programmatik, heißt es für die Grünen? So, jetzt mit diesen Fragen im Kopf marschiere ich jetzt sozusagen in die Schlussstrecke, die letzten paar Minuten. Nur nicht als Werbung. Werbung ist dafür, das sind uralte Bücher aus 35 Jahren, das erste Buch, die ökosoziale Frage, wieder schon ältere Semester. Und wir haben über das Grundeinkommen. Was hat sich denn eigentlich getan in der Diskussion? Gibt es da irgendwas Neues? Also gegenüber damals, das ist eine Frage, die ich mir für heute Abend gestellt habe. Was haben die Grünen eigentlich neu gemacht? Die Grundrente, wir haben 85, war damals wissenschaftlicher Referent der Grünen im Bundestag, haben wir einen Antrag für eine Grundrente im Bundestag eingebracht. Die habe ich damals mit der Michaela Schreier zusammengeschrieben, die ja später EU-Kommissarin wurde. Haben die Grünen sich dann daran noch orientiert? Ist es überhaupt ein Thema für sie, Grundeinkommen, Grundrente? Interessiert sie das überhaupt? Und hier sind wir beim aktuellen Punkt. Hier, ich habe in unserem Blog vom Institut mal ein grüne Grundsätze ohne Grundeinkommen, mein eher, kann man fast schon sagen, bissigen Kommentar verfasst zum neuen Grundsatzprogrammentwurf, weil es mich doch sehr erstaunt, wie ignorant und wie arrogant, muss man schon sagen, die Programmkommission und der Bundesvorstand mit dem Thema Grundeinkommen umgeht. Also einfach überhaupt nicht zu erwähnen. Und auch übrigens vieles andere Relevante wird nicht erwähnt. Also ein Programm eigentlich, um sich bei der CDU anzukuscheln, muss man so sagen, überhaupt kein Gestaltungspotenzial in vielen Gebieten. Manche Punkte sind sehr schön formuliert, aber in vielen Punkten absolut politisch katastrophal. Will man das so? Ist das das Ziel der Grünen? Deswegen ganz kurz, was könnte grün sein? Ich habe selber mal einen Vorschlag gemacht, der eigentlich auch wenig, ich will nur als Gedanken, damit dieses vierte Säule verstanden wird, die anderen Säulen sind bekannt. Ich habe mal das Modell durchdacht, auch mit Wolfgang Strengmann-Kuhn zusammen, könnte man dieses Schweizer Modell einer Bürgerversicherung auch für Grundeinkommen nutzbar machen? Und das könnte man natürlich, man könnte man sich mal vorstellen, dass man und vom Alter ausgehend alle Einkommensrisiken im Schweizer Modell macht. Die Schweiz hat ein System, dass man maximal das Doppelte des Grundbetrages bekommt. Das könnte man auch bis aufs Dreifache ausdehnen, dann würden die Beiträge entsprechend steigen. Man kann auch das Mindestniveau, habe ich hier 810 Euro kalkuliert, das stimmt schon wieder nicht, weil es im letzten Jahr war, aber müsste vielleicht 830 sein. Aber man könnte eine Variante noch mit 1.000, wollten wir auch mit 1.000 rechnen im Zukunftslabor, um zu sehen, was das wirklich kostet. Also und ob man mit diesen hohen Belastungen, ob man die offensiv vertreten möchte. Im Augenblick sind alles nur Schätzungen, wir wissen nichts Genaues. Also die Idee, alle Einkommensrisiken mit einem sozusagen mit einer Bürgerversicherung abzudecken, auch das ist ja eine Variante. Und jetzt könnte man diese vier Säulen, ich bin jetzt auch gleich am Schluss meiner Einführung, diese vier Säulen, Negativsteuer, Sozialdividende, Sozialversicherung, Grundsicherung, Grundeinkommensversicherung, kann man natürlich auch mit einer gewissen Konvergenz machen. Man kann sich vorstellen, ein Teilgrundeinkommen mit einer Grundeinkommensversicherung zu kombinieren. Diese verschiedenen Prinzipien folgen einer unterschiedlichen Logik. Das macht es so kompliziert. Und in vielen von uns sind mehrere Logiken gleichzeitig im Kopf, was es auch nicht einfach macht.
Also das sozusagen ist das Grundmodell. Was sozusagen ist, ich komme jetzt zum letzten Bild, ja, was ist davon ein grünes Modell? Ich hoffe, ihr könnt jetzt auch dieses viere Modell wieder sehen. Mein Fazit ist viel simpler. Ich bin der Meinung, es gibt kein klares grünes Modell. Ich persönlich würde die Grundeinkommensversicherung, die Bürgerversicherung präferieren. Das wäre mein. Im grünen Grundsatzprogrammentwurf wird im Gegenteil in einer der Paragraphen eine Negativsteuer sogar angedeutet. Ein klassisch liberales Modell. Finde ich erstaunlich für die Grünen, aber kann man natürlich machen, wenn man mit der FDP zusammengehen will. Also es gibt verschiedene Optionen. Wenn man mit der SPD zusammen macht, käme man vielleicht auf ein richtiges Grundeinkommen. Also man muss wissen, was man will. Will man überhaupt in Richtung Grundeinkommen? Wenn man das will, und ich glaube, die Grünen wollen das, eigentlich wollen sie das, dann müssen sie über solche Fragen verständigen und sollten meiner Meinung nach in ihrem Programm dies auch mit einer gewissen Offenheit deutlich machen und sich nicht vorschnell festlegen. Damit bin ich schon am Ende meiner Überlegungen. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr, außer mein eigenes Bild. Vielleicht, liebe Bauke, kannst du meine Folien, ich kann die jetzt gerne wieder wegschalten. Vielen, ja, vielen Dank, Michael, ja, für diesen wunderbaren Vortrag. Ja. Das hat uns, glaube ich, alle nochmal erstmal auf den Stand der Dinge gebracht. Worum ging es im Zukunftslabor und welche Fragen müssen wir uns stellen? Wir haben ja insgesamt mehrere Veranstaltungen jetzt in diesen 2 Wochen. Wir haben die Fragen nach der Finanzierung auch in den letzten 3 Tagen immer schon wieder angedeutet gehabt. Dazu auch noch mehrere weitere Veranstaltungen. Eine zum Steuersystem und grünen Zielen insgesamt morgen und eine zur negativen Einkommenssteuer im Speziellen nächste Woche mit Lisa Paus. Ich finde es aber ganz gut und die Diskussion ging die letzten Tage auch immer schon in die Richtung, reden wir noch übers Ob oder reden wir übers Wie? Und ich finde es wunderbar, dass wir jetzt hier diesen Input von Michael Opielka bekommen haben und direkt in die Diskussion in das Wie einsteigen können. Jetzt mal davon ausgehend, dass wir das wollen und dass wir die Partei auch davon überzeugen können, dass das der richtige Weg ist. Heute mal das Thema des Wie. Was würde genau ein grünes Grundeinkommen erfüllen sollen und auf welche Art und Weise wäre das am besten? Wir haben jetzt gerade ein paar Ideen vorgestellt bekommen und ich möchte euch jetzt bitten, mit in die Thematik einzusteigen und eure Fragen in die Frage- und Antwort-Tool einzugeben und euch daran zu beteiligen, welche Varianten mit grüner Konzeption insgesamt gut zusammenpassen, in die Diskussion ums Wie einzusteigen. Ah, da gibt es schon eine Frage. Ja, die erste Frage, die hier gestellt wird, ist direkt, gibt es eine aktuelle Publikation zu den 4 möglichen Reformszenarien? Wo ist das veröffentlicht? Ich glaube, es ist schon ein bisschen angedeutet worden, aber kannst du direkt mal drauf eingehen? Ja, also es gibt wir haben die ausführlich in diesem Buch begründet, was mit verboten ist von der Regierung unter grüner Beteiligung. Aber wir haben natürlich, das ist ja online, also ich habe, wenn ihr die PowerPoint-Präsentation anschaut, da habe ich den Link gesetzt. Also auf unserer Website ist das zu finden, also auf dieser Website im Programm Zukunftslabor, also im Projekt Zukunftslabor. Wir haben diese Reformszenarien in dem Beteiligungsmodul, da findet ihr das. Also könnt ihr diese Szenarien, die sind ja ausführlich. Ich habe das jetzt sehr verkürzt. Das ist ein 8-seitiges Papier mit einem Drum und Dran, also wo die genau detailliert dargestellt sind. Und da könnt ihr das nachlesen. Okay, vielen Dank dafür. Dann haben wir hier eine Frage. Die Favorisierung der AHV überrascht mich. Ihr Niveau in der Schweiz ist überaus niedrig und muss über private Zusatzversicherungen gestützt werden. Die Frage ist von Klaus Kittler. Ja, das ist keine einfache, das ist so einfach ist es nicht. Ob es überaus niedrig ist, kann alles relativ. Was heißt überaus niedrig? Das ist eine interessante Frage, muss man das Rentenniveau der deutschen Rentenversicherung mit dem Niveau der AHV vergleichen, dann schneidet die AHV schon erstaunlich gut ab. Obwohl die AHV immer kombiniert werden muss. Es gibt, genauso wie in Holland übrigens, in Holland haben sie auch eine Grundrentenversicherung, eine Volksversicherung, also in Niederlande. Es gibt ab einem gewissen Einkommensniveau sind die Arbeitgeber verpflichtet, betriebliche Zusatzsicherungen, also nicht privat, sondern betriebliche Zusatzsicherungen abzuschließen, die mit den Gewerkschaften gemeinsam permanent ausverhandelt werden. Das ist auch in Holland so, also in den Niederlanden so.
Ja, ob man das will oder nicht, das ist natürlich ein Dilemma. Das ist eine kapitalgedeckte Stärkung der kapitalgedeckten Säule, die Für- und Widerseiten hat. Also ich bin da selber ambivalent. Also ich bin der Meinung, dass wenn die Arbeitnehmer oder die Masse der Bürger die kapitalgedeckten Säulen überhaupt nicht bedienen kann, was in Deutschland der Fall ist, dann bleiben die Gewinne, die es einfach in den letzten Jahrzehnten permanent gab und die auch in Zukunft zu erwarten sind, nur bei den Wohlhabenden. Also so kann man, glaube ich, auch keine gute Alterssicherung. Man muss da eine gute Mischung betreiben. Ich glaube, die AHV ist, ein wirksamer Armutsschutz. Und wer sich mit der, also das Niveau der AHV liegt bei knapp 1.000 Franken. Die Mindest ist natürlich in Zürich viel zu wenig, aber im ländlichen Bereich ist es so schlecht nicht. Weit ist es mehr als die deutsche Grundrente, muss man auch mal sehen, die es überhaupt noch nicht gibt. Die AHV gibt es seit vielen Jahrzehnten. Also ich verteidige die AHV und die Schweizer verteidigen sie auch, die Schweizerinnen. Also ich sehe das nicht so kritisch, im Gegenteil. Hier gibt es eine Nachfrage. Ich nehme die jetzt mal vor. Auch bezüglich der Bürgerversicherung von Silvia Mommsen. Wer und wie viel sollte denn da einzahlen? Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen konkreter machen, damit wir uns das besser vorstellen können. Ja, also ich will das Beispiel der AHV nochmal in der Schweiz bringen. In der Schweiz zahlen alle Bürgerinnen und Bürger auf alle Einkommen, also auf alle Erwerbseinkommen und selbstständigen Einkommen, ne, und auf Vermögenseinkommen ab einer gewissen, also in einem bestimmten Bereich. Also Leute, die nur von Vermögenseinkommen leben, müssen bis zu 18.000 Franken im Jahr Beitrag zur AHV bezahlen. Die zahlen 10,1% in die AHV und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, die AHV ist eine faktisch eine Sozialsteuer. So haben wir sie auch vorgeschlagen. Also der Beitrag zur Grundeinkommensversicherung wäre de facto so eine Art Sozialsteuer, also ohne Beitragsbemessungsgrenze. So ähnlich, und zwar auch ohne die Möglichkeit, sie mindernd mit Werbungskosten zu mindern. Das heißt, die Idee ist eine Sozialsteuer, sowas gibt es in Deutschland bisher nicht, eine Sozialsteuer, sowas einzuführen, um einfach wirklich die gesamte Bevölkerung und alle Einkommensarten in die Finanzierung der sozialen Sicherung einzubinden. Und die Höhe hängt natürlich von den Leistungen ab. Also wenn jemand sagt, dass das Niveau zu niedrig ist, das Niveau kann jederzeit steigen, dann steigen halt nur die Beiträge auch. Nur wie genau, das muss man halt ausrechnen. Und dazu braucht man eben ein Zukunftslabor und entsprechende Berechnungen, damit man weiß, über welche Summen man redet. Okay, vielen Dank. Ich glaube, es geht an der Stelle erstmal um das Prinzip, wie das funktionieren soll, über eine Sozialsteuer. Und die Höhen ist dann eigentlich erst der zweite Schritt, um das vielleicht nochmal an der Stelle klarzustellen. Wir müssen es nicht direkt mit dem Rentenniveau von der Höhe in der Schweiz vergleichen, sondern eher in dem Prinzip, wie es generiert wird. Ja, doch, vielleicht darf ich einen Punkt auch machen. Also es gibt ja, die meisten Leute wissen das nicht, die größte Bürgerversicherung der Welt existiert in der für viele Grüne unangenehmen USA. Unter Roosevelt beim Great Deal 1936, folgend nach Weltwirtschaftskrise, wurde die Social Security eingeführt, das ist die größte Bürgerversicherung der Welt. Mit einer sehr hohen Akzeptanz, die leider, also alle Bürger müssen drin sein, du kriegst dafür eine Social Security Number und dann bist du drin versichert. Es gibt leider kein Mindestsicherungssystem in der Social Security. Das ist sehr ärgerlich. Aber immerhin ist es eine Bürgerversicherung. Und in der Schweiz, wie gesagt, haben wir ein Mindestniveau. Und darauf kommt es an, das ist das Entscheidende. Also eine Bürgerversicherung ohne Sockel, also ohne Minimum, ist meiner Meinung nach für uns als Grundeinkommensbefürworter vollkommen uninteressant. Also ist nett, aus verteidigungspolitischen Gründen nett, aber hilft uns nicht in Sachen Grundeinkommen. Okay, dann war hier nochmal eine Frage zunächst zur negativen Einkommensteuer. Warum sortierst du das in ein liberales Modell ein? Ja, weil es einfach historisch ist. Also, Entschuldigung, ich würde mal sagen, ich muss ein bisschen behaupten, ich muss mich ein bisschen bremsen. Manchmal wirklich arrogant. Ja? Das kommt, wenn man sich so viele Jahrzehnte mit solchen Themen beschäftigt und dann denkt man manchmal, die anderen müssten das auch wissen, aber die müssen es natürlich nicht wissen. Also, Entschuldigung, wer immer das gesagt hat. Also, das ist aber wirklich so. Also, die Negativsteuer entstand sozusagen von Rhys Williams in England der späten 20er Jahre, dass sie zum ersten Mal entwickelt worden waren. Liberale, sie war eine konservative, aber liberale Abgeordnete im englischen Unterhaus. Es ist dann populär gemacht von Milton Friedman, dem Begründer sozusagen der Chicago School, also einem objektiven Otto, also ein radikaler Otto-Liberaler.
Und in Deutschland ist die Negativsteuer, wird sie immer unter dem Label Bürgergeld im FDP-nahen und liberalen Kontext vertreten. Das hat Gründe. Könnte ich jetzt ausführen, warum das so ist. Aber das hat Gründe, weil die Idee dahinter ist die, also das Grundidee der Negativsteuer ist, man möchte den Übergang zwischen Nichtarbeit, Nichterwerbsarbeit, die sprechen immer von Nichtarbeit, weil die Liberalen natürlich unter Arbeit immer nur Erwerbsarbeit verstehen, zwischen Nichterwerbsarbeit und Erwerbsarbeit smooth machen, möglichst auch, dass die Idee verhindern, dass es einen Mindestlohn gibt, das lässt sich jetzt nicht mehr verhindern, aber die Idee ist sozusagen, diesen Übergangszone zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit geschmeidig zu machen. Das ist, findest du immer in den Begründungen dabei. Und das ist ein typisches liberales Programm, weil es immer vom Markt ausgeht. Es geht um die Marktgängigkeit der Arbeit. Das ist deren Anliegen. Und deswegen liberales Programm. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen deutlicher geworden. Dann ist hier auch nochmal eine Rückfrage von Jutta Lechner zu den USA, die sehr erstaunt darüber ist, die das noch gar nicht wusste, dass es da diese Bürgerversicherung gibt. Warum ist denn Obamacare so umstritten, wenn es dort eine Bürgerversicherung gibt? Ja, das kann man sagen, weil, ja, das ist sehr interessant. Gute Frage. Also es gibt einen wunderbaren Arte-Film, den findet ihr bei YouTube, vierteiligen Arte-Film, Arte, also diese Fernsehstation, in dem diese Einführung der Obamacare nachgezeichnet wird, vor ein paar Jahren. Ich habe es in meinen Studierenden zeige ich das immer wieder. Es ist echt eindrucksvoll. Das war ein Kulturkampf. Und der Kulturkampf, der jetzt unter Trump stattfindet, den gab es schon vor 10 Jahren, den gab es schon vor 20 Jahren. Den gab es in den USA eigentlich immer. Und in den letzten 15, 20 Jahren ist der richtig zugespitzt worden von rechtsradikalen, rechtskonservativen Stiftungen, die Bevölkerung aufhetzen. Die Tea Party war so einer dieser rechten Gruppen. Das wirklich, die hetzen auf. Es geht um Hetze, Volksverhetzung, muss man einfach sagen. Volksverhetzung ist aber kein Straftatbestand in den USA, weil die eben liberal sind. Und die Idee ist, Obamacare, genau, man bekämpfte, man wollte, man, also als Bush, das müsste ich ausholen, war nur ein Gedanke, als George W. Bush wiedergewählt worden ist, da war ich zufälligerweise gerade in der University of California in Berkeley für ein Jahr zum Gastaufenthalt und gerade in der Zeit, wo er wiedergewählt worden ist, hat ein Programm gemacht, das war 2005, tourte er durch Townhall-Meetings, Dutzende, mit dem Ziel, Social Security abzuschaffen. Das Ziel der Bush-Schisten und der konservativen Republikaner war, die Social Security abzuschaffen, zu ersetzen durch private, möglichst komplett durch private Alterssicherung. Und dann passierte was ganz Faszinierendes. Es gab ein Bündnis nicht bloß der Demokraten, der Gewerkschaften und der Linken gegen dieses Ansinnen von Bush, sondern auch der Republikaner, die damals noch nicht so aufgehetzt waren wie jetzt unter Trump. Und nach wenigen Monaten merkte Bush, er kommt nicht weiter und hat dieses Vorhaben komplett aufgegeben. Das hat einen Hintergrund, weil Bush startete als früherer Alkoholiker auf dem Ticket, er ist subventioniert worden von Lebensversicherungslobbyisten. Die haben seine Wahl als Gouverneur von Texas überhaupt möglich gemacht und ihnen fühlte er sich verpflichtet. Als er merkte, es geht nicht, hat er das Ding vorhaben komplett aufgegeben. Und als dann Obama an sie rankam und das versucht hat, etwas, was eigentlich unter Clinton schon mal versucht wurde, haben wir nicht vergessen, Clinton hat ja schon sowas wie Obamacare versucht und Hillary Clinton hat damals eine Kommission geleitet, sowas umzusetzen, ist damals gescheitert an ihrem Mann, der sich eben im Oval Office nicht beherrschen konnte und dadurch alles riskiert hat. Und dann später als an die Macht kam, war das so eine aufgehetzte Stimmung. Es war wirklich Hetze. Es hat keinen sachlichen Grund. Es ist eine Hetze in der amerikanischen Bevölkerung. Konservative Agenten, die wirklich, das muss man sagen, das kann man mit freier Meinungsäußerung nicht mehr bezeichnen, das ist wirklich öffentlicher Hass, wenn man sich da rein vertieft, Claremont-Institut, wie sie heißen, völlig verblendete neokonservative Figuren, die Leute wirklich wie Marionetten die Bevölkerung aufbringen. Also es hat keinen realen Hintergrund. Und Obamacare gibt es ja noch. Ja, gibt es ja noch. Ist ja praktisch nicht geändert worden. Ja, vielen Dank. Auch da sind ja jetzt eine Menge Hintergrundwissen dabei. Einen wichtigen Hinweis gab es nebenbei im Chat noch von Wolfgang Strengmann-Kuhn. Die
Bürgerversicherung, die hier angesprochen wird von den USA, das ist die Rentenversicherung. Da geht es nicht um die Krankenversicherung. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, um das zu verstehen. Dann haben wir hier noch eine Frage zur AHV. Die AHV, ähnliche Sozialrente, ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Da vielleicht nochmal zu, wie kann denn die Sozialrente ein Grundeinkommen sein oder wo sind die Unterschiede? Also der Begriff Sozialrente stammt aus der deutschen Nachkriegszeit und wurde, es war sozusagen so eine Art Bild-Zeitungssprech, ne? Sozialrente, diesen Begriff gibt es heute überhaupt nicht. Also Sozialrente, das ist so Bild-Zeitungssprech, wo man praktisch die Sozialversicherten zu armen Leuten runterdeklinierte. Also es ist wirklich, also nochmal, die jetzige Grundrente, die wir jetzt gerade haben, die jetzt eingeführt wird, ist auch gar keine richtige Grundrente. Heißt Grundrente, ist aber gar keine richtige Grundrente. Ist ein völliger Hybrid, ein völlig kastriertes Ding, was die SPD gerade noch so mit der CDU durchgebracht hat. Aber die Leute blicken ja alle nicht durch. Das ist so, eine Grundrente ist, besteht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine Grundrente so, dass die Leute kriegen eine Grundrente, die ihr Leben lang eingezahlt haben, kriegen mindestens dann die Grundrente. Das ist das Prinzip in Holland, das ist das Prinzip in der Schweiz. Du musst mindestens 40 Jahre eingezahlt haben und der Mindestbeitrag in der Schweiz liegt bei 30, 35 Franken im Monat, also nicht sehr hoch. Du musst aber immer eingezahlt haben, nur dann hast du Anspruch auf die Grundrente und 98% der Schweizerinnen und Schweizer zahlen ihr ganzes Leben lang ein, weil sie das kapiert haben, sie müssen einzahlen, also zahlen sie ein. So, das ist der eine Punkt. Das ist die Grundrente nach Beiträgen, eine beitragsfinanzierte Grundrente als Bürgerversicherung. Holland macht das genauso. Dann gibt es die Variante, eine Grundrente als steuerfinanzierte Lösung. Das haben früher haben wir damals mit den Grünen 1985 vorgeschlagen, erinnert sich keiner mehr dran, weil das war das schwedische Modell. Das heißt, alle Leute, jeder Bürgerin, Bürger, der ein bestimmtes Alter erreicht, bekommt eine steuerfinanzierte Grundrente, also ein Grundeinkommen im Alter. Aber, Achtung, die Schweden haben dann Lösungen gesagt, du musstest eine bestimmte Zahl von Jahren, damals waren es 15 Jahre, in Schweden Steuern gezahlt haben. Also praktisch kommt das Migrationsthema auf. Also nicht jedermann, der mit 63 nach Schweden zog und mit dann schwedischer, vielleicht sogar eingebürgert wurde, bekam mit 65 eine Grundrente, der brauchte eine Mindestzeit von Jahren, bevor er diesen Grundrentenanspruch erwirkte. Und das ist das Grundproblem. Das gilt jetzt auch, viele Leute, das ist, muss man sehen, ein Grundeinkommen muss ja irgendwo herkommen. Wird ein Grundeinkommen finanziert aus Steuermitteln oder wird es finanziert aus irgendwie gearteten Beitragsmitteln, sinnvollerweise aus einer Bürgerversicherung? Davon hängt eben die grundsätzliche Konstruktion ab. Und bei einer steuernfinanzierten Grundeinkommen, ob es jetzt in der Einkommensteuertarif direkt eingebaut ist oder ob es so eine Hybridform ist, wie es bei der grünen Garantiesicherung, hast du immer das Problem, dass du natürlich trotzdem Anspruchsvoraussetzungen haben wirst. Es wird auch diese ganze Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich weiß, viele meiner Freunde finden den Begriff super, aber ich halte den Begriff für irreführend. Ich verwende den nicht, weil es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Irgendeine Bedingung gibt es immer. Und sei es, dass du in dem Territorium Steuern zahlst oder dass du steuerpflichtig bist oder dass du eine gewisse Mindestzahl von Jahren da gelebt hast. Also es wird immer eine Bedingung geben. Oder dass du zum Zeitpunkt der Auszahlung des Grundeinkommens dort lebst. Man kann sich auch vorstellen, dass wie bei der Rente, du ein Grundeinkommen als Deutscher oder als ein deutscher Staatsbürger bekommst, wenn du jetzt für dein Alter, sage ich, letzten 30 Jahre deines Lebens nach Griechenland ziehst oder nach Tansania, kann man sich vorstellen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Steuerfinanzierte Leistungen sind normalerweise nicht exportierbar. Beitragsfinanzierte schon. Also das muss man als Hintergrund sehen. Also das heißt, wir müssen uns bewusst machen, die Finanzierungstechnik bestimmt nachher auch die Form des Grundeinkommens. Ja, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe Fragen, die sich in die Richtung des Modells der negativen Einkommensteuer beziehen. Ich versuche die mal ein bisschen vorzulesen. Einmal eine Frage von Chris. Warum lässt man die Systeme nicht erst einmal, wie sie sind, und verrechnet alles, was über und unter dem BGE ist? So hatte ich die negative Einkommensteuer in den letzten Tagen verstanden. Und dann noch der Hinweis, unter einem liberalen Modell verstehe ich etwas ganz anderes, eher eine Richtung der Finanzierung über die Mehrwertsteuer, wie Götz Werner sie vorschlägt. Ich nehme noch mal zwei Fragen mit dazu, weil die in die gleiche Richtung gehen. Hier haben wir noch eine anonyme Frage. Der Vorschlag der negativen Einkommensteuer geht unter anderem auf Milton Friedman, einem zentralen Vertreter des Neoliberalismus, zurück. Zwischen Liberalismus und Neoliberalismus gibt es erhebliche Unterschiede.
besonders im Hinblick auf die Gestaltung des Wirtschaftslebens. Mich wundert, dass das Grundeinkommen hier im Kern als Sozialleistung diskutiert wird. Ein Recht auf Einkommen ist etwas anderes. Das und dann haben wir noch die Frage von Christoph Wiese. Gibt es Ideen für eine Negativsteuer, die statt Flat Tax mit progressiv steigenden Steuersätzen funktioniert, quasi den geschmeidigen Übergang beibehält, aber gleichzeitig von oben nach unten stärker umverteilt und damit der FDP etwas weniger gefällt? Okay, uff, das sind aber Fragen, da könnte man jetzt ein richtiges Kolloquium machen. Das sind echt super Fragen, tolle Fragen, die wir jetzt in diesen wenigen Minuten wirklich nur anreißen können. Muss ich leider sagen, also ich bedauere, dass ich jetzt mit allem, was ich da sage, so unvollkommen bin und so unbefriedigend erkläre. Also tut mir leid, also ich versuche es so gut ich es halt kann in der kurzen Zeit. Die erste Frage war nochmal die Frage die Unterfrage, nicht einmal wie sie sind. Möglichst viel so belassen und genau. Oben alles, was drüber und drunter ist, mit der negativen Einkommensteuer berechnen. Genau. Ja, so würde auch eine Negativsteuer funktionieren. Das Dilemma dabei ist, sobald du einmal anfängst, sowas zu modellieren, also sobald man anfängt, es umsetzen zu wollen, man merkt es jetzt zum Beispiel bei der Grundrente, da soll eine Abstimmung erfolgen zwischen Finanzbehörden und Sozialversicherung. Die gibt es bisher überhaupt nicht. Es gibt bisher keine Schnittstelle zwischen beiden Behörden. Die muss jetzt eingerichtet werden. Ist aber sehr kompliziert, weil, aus vielen, vielen Gründen, ist es sehr kompliziert. Wenn du jetzt aber eine Negativsteuer machen würdest, also das Finanzbehörden, also, jetzt geht es schon los, kannst du es im Nachhinein erst beantragen oder im Vorhinein? Wenn es im Vorhinein bekommt, gezahlt wird, also als eine Art, wie beim Kindergeld. Das Kindergeld ist faktisch eine Art Negativsteuer, die die allermeisten Leute aber vorab sich auszahlen lassen, sozusagen als Sozialdividende, und dann wird es in der Steuerabrechnung verrechnet. Also Kindergeld ist ein partielles Grundeinkommen für Kinder als Negativsteuer. Es ist nämlich de facto ein Steuerfreibetrag, rechtlich ein Steuerfreibetrag, vom Verfassungsgericht durchgesetzt als Freistellung der Ausgaben für Kinder im Bereich der Einkommen. Das ist sozusagen der komplizierte verfassungstheoretische Hintergrund. So, und jetzt Grundeinkommen könnte man auch so handhaben. Das Problem ist nur, dass es natürlich dann die Abstimmungsbedingungen gibt es nämlich jetzt schon, die wird es bei der Grundrente geben. Wir werden in 1-2 Jahren genau diese Streitereien haben. Die haben wir jetzt schon im Kopf, aber die werden richtig zugespitzt. Wird tausende Sozialrechtsstreitigkeiten geben, weil nämlich Leute, die über Jahre hinweg eingezahlt haben und jetzt knapp drüber oder knapp drunter dieser Grundrente oder einem künftigen Grundeinkommensniveau liegen, so gestellt werden, als ob sie, also genauso gestellt werden wie Leute, die gar nichts eingezahlt haben. Das heißt, diese Sockelung, de facto ist so eine Negativsteuer, ist so eine Art Sockelung, führt zu erheblichen, also erstmal zu Gerechtigkeitsstreitereien. Das zweite Problem ist, und das macht es viel komplizierter, ist, dass sie die Negativsteuer mit einem sogenannten, mit einem Anrechnungssatz operiert. Und da ist die Frage, also zusätzliches Einkommen wird angerechnet. Im klassischen ökonomischen Modell mit 50%. Man kann auch 60, 70, 80 machen, dann hat es weitreichende Probleme. Der Punkt, jetzt müsste man Bilder an die Wand werfen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber wenn ihr im Internet mal nachschaut, bei Wikipedia, Negativsteuer, seht ihr sofort diese Tabellen und dann findet ihr, dass die Negativsteuer beim Doppelten, also wenn du 50% Steuersatz hast und dann ist beim Doppelten des Minimalbetrag, sagen wir mal 800 Euro ist das Grundminimum, oder 1.000 Euro, ist einfach zu rechnen. 1.000 Euro wäre das Grundeinkommensbetrag, dann 50% Anrechnungssatz, dann ist bis 2.000 Euro, das ist der Break-Even-Point, bis 2.000 Euro bekommst du immer noch negative Steuer, also bis zum Einkommen von 2.000 Euro. Bei Haushaltsgemeinschaft, nehmen wir an, 2 Erwachsene und 2 Kinder, nehmen wir an, das Kind kriegt bloß die Hälfte, dann bis zu 6.000 Euro brutto. Das heißt, du hast eine unheimlich breite Transferübergangszone, wo Leute, und jetzt dann geht's los, wie werden denn jetzt Sozialleistungen behandelt? Was ist mit Rente? Werden die behandelt wie normales Arbeitseinkommen? Werden die zu 100% angerechnet oder auch nur zu 50%? Also weil man einmal anfängt, das genauer anzuschauen, ist es total kompliziert. Und deswegen scheitern bisher solche Modelle auch. Weil wenn du einmal anfängst, sie umsetzen zu wollen, dann musst du all diese Abstimmungsfragen stellen. Wenn du sie nicht stellst, dann fängst du erst gar nicht an. Und das ist mein erster Punkt.
So, mal grundsätzlich. Das Götz-Werner-Modell ist ein völlig, das würde das Problem tatsächlich vermeiden. Götz-Werner-Modell ist kein richtig liberales Modell. Götz-Werner-Modell ist so eine Mischung aus liberal und konservativ und auch so ein bisschen sozialistisch, weil er will alles über die Mehrwertsteuer finanzieren. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich schätze Götz-Werner auch persönlich sehr, aber das gibt leider keinerlei Berechnung, weil das würde das Wirtschaftssystem komplett auf den Kopf stellen, weil wir müssten dann Verbrauchsteuern haben, die Richtung 100-120% gehen. Das heißt, sämtliche Verbrauchsaktivitäten müssten vom Staat, von Finanzbehörden radikal gemonitort werden. Also alles, was man tut, es darf im Grunde definitiv keine Schwarzarbeit, keine Grauarbeit geben, sonst hast du enorme Hinterziehungspotenziale. Man könnte sich so, ich kann das halt intellektuell nicht leicht vorstellen. Theoretisch kann man sich denken. Jetzt war die eine Frage, es gab noch weitere Fragen. Ja, ich ergänze noch mal eine andere Frage, und zwar geht es da auch um die Negativsteuer. Mhm. Du hast es schon so ein bisschen erwähnt, dass es sehr komplex wäre, die zu diskutieren und viele Faktoren daran zu. Jetzt ist die Frage, kann man es noch komplexer machen? Könnte man sie auch noch progressiv gestalten? Die meisten Vorschläge einer Negativsteuer gehen ja mit einer Flat Tax einher. Ja, also zu diesem Fall empfehle ich dringend eine Studie, die ich mit Wolfgang Strengmann-Kuhn geschrieben habe. Hallo Wolfgang. Die hat er gerade schon in den Chat geschrieben, glaube ich. Genau, das ist völlig zu Recht, weil Wolfgang und ich haben damals vor 13 Jahren das Modell von Dieter Althaus, damaligen CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen, berechnet. Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das war die einzige Stiftung, die überhaupt mal bereit war, sowas zu finanzieren. Da haben wir sofort zugegriffen und haben eben die Studie, findet man auf der ISE-Homepage, findet man auch natürlich im Netz, aber auf der ISE-Homepage auch. Und da haben wir genau das mal modellhaft durchgerechnet. Das ist nicht so einfach. Also nochmal, man kann es progressiv machen, aber dann wird diese von mir gerade erwähnte Übergangszone bis zum Break-Even-Point, an dem die Leute positive Steuern zahlen, wird immer weiter nach oben getrieben. Das kann man schon machen. Aber dann hast du sozusagen, irgendeiner muss ja die Steuern auch bezahlen. Also und wenn man sich unsere tatsächliche Einkommensstruktur in Deutschland anschaut, dann sind ja vielleicht von den Leuten, die jetzt hier gerade hier dabei seid, ist vielleicht die Hälfte von euch, vielleicht ein Drittel, ist womöglich reich im Sinne der Definition von Reichtum des Armuts- und Reichtumsberichts. Weil wir haben, das geht sehr früh los mit dem Reichtum. Das heißt, wir haben unheimlich viele Leute, die haben nicht sehr viel Geld. Die haben echt nicht viel Geld. Und die würden allesamt, wenn ein Grundeinkommensmodell sehr großzügig ist, sehr profitieren. Aber wer zahlt nachher den Sozialstaat? Das ist ein echtes Problem. Das ist nicht trivial. Und das werden die Linken spätestens dann merken. Ich führe so Diskussionen auch mit den Linken. Ich habe mal mit Bodo Ramelow und Katja Kipping ein Papier veröffentlicht vor vielen Jahren. Mit Grundeinkommen kann manches gemeint sein. Oder wir sind ja, also ganz netter Text gewesen. Und es gibt ein paar Vernünftige bei den Linken, die das auch merken, dass wenn man einmal ernsthaft darüber nachdenkt, wir leben nicht im Schlaraffenland. Also der Sozialstaat ist ein sehr teures Projekt und der wird im Augenblick von den Mittelschichten und den unteren Mittelschichten wesentlich finanziert. Die Oberschicht finanziert ihn gar nicht mit. Das würde passieren mit einer Grundeinkommensversicherung. Aber die Masse ist die untere Mittelschicht und die Mittelschicht. Die zahlen den größten Teil. Deswegen ist es nicht so einfach. Da würde ich direkt mal das Stichwort aufnehmen. Hier gibt es nämlich eine Frage von Olaf. Abgesehen von der wahrscheinlich schwierigen Umsetzbarkeit, welche Nachteile sehen Sie bei dem BGE-Konzept der Linken? Wäre es nicht sinnvoll, sich dem anzunähern und an einem Strang zu ziehen? Nein, ich ziehe mit allen Vernünftigen an einem Strang. Es gibt ein neues internes Papier der Linken. Ich kenne das zufälligerweise, was Sie jetzt begutachten wollten. Das ist intelligent. Die sind ganz pickig. Das ist überhaupt nicht dumm. Da gibt es einige wirklich kluge Leute, auch in der Rosa-Luxemburg-Schule, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Aber das große Problem der Linken ist, dass für die Linken, es für ordentliche Marxisten halt so ist, da ist das Problem der Klassenkampf im Zentrum. Das Grundproblem ist sozusagen der Klassenantagonismus. Oben und unten. Das heißt, Politik ist primär Verteilungspolitik. Und eine gute Verteilungspolitik bedeutet viel umverteilen. Das heißt, im Idealtypus, diese BAG-Grundeinkommen der Linken will einen Steuersatz von 80% haben. Ja, kann man natürlich versuchen durchzusetzen, aber ob das jemals eine Mehrheit findet, habe ich meine großen Zweifel in Deutschland. Und der Hintergrund ist, weil das Niveau so hoch ist. Dieser BAG, diese Linken, die wollen zum Teil ein Grundeinkommensniveau von 1200 Euro haben. Auch Freunde von mir, die sagen auch, also unter 1200 Euro ist ein Grundeinkommen ganz uninteressant.
Leute, unser Durchschnittseinkommen liegt bei verfügbar 1580 Euro. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland. Also wenn du jetzt 1200 Euro Minimum machen wolltest, dann musst du wirklich alles massiv zusammendrücken. Kann man natürlich machen. Aber da muss man auch die Mehrheiten dafür kriegen. Die muss man auch dafür und dann dafür werben. Man kann sagen, ja, wir werben für eine, was mal die Users in der Schweiz gemacht haben. Zu sagen, ja, das maximale Einkommen darf höchstens 10-mal so hoch sein wie der Mindestlohn. Ich wäre persönlich dafür. Angela Merkel verdient nicht mehr als 13-mal so viel wie der Mindestlohn. Also wir haben das Potenzial schon. Aber da müsste man uns, das ist eine große Umverteilungsaufgabe. Ich bin da nicht dagegen. Aber ich halte es nur nicht für besonders wahrscheinlich, dass wir das kurzfristig oder mittelfristig hinbekommen. Gut, dann haben wir hier eine Frage, die vielleicht ganz konkret nochmal zu beantworten ist. Welches der Szenarien, die da vorgestellt wurden im Zukunftslabor von Richard Schiller ist die Frage, welches Szenario verursacht insgesamt die geringsten Verwaltungskosten? Uff, ja, das ist das Problem. Wir sind ja nun leider genau unmittelbar vor Beginn der Folgenabschätzung gestoppt worden. Und was wir machen wollen, die Folgenabschätzung hätte mehrere Komponenten gehabt. Die eine war die konkrete Berechnung durch Mikrosimulation durchs DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Das zweite, wir wollten ein juristisches Gutachten einholen, was die Europaverträglichkeit der verschiedenen Reformen mit sich bringt, weil es auch kompliziert ist, die verfassungsrechtliche Dimension untersucht. Und wir wollten uns auch mit der sozialadministrativen Frage beschäftigen. Also wie geht eigentlich die Verwaltung welches Modells? Es hängt ein bisschen zusammen, man kann es nicht voneinander ablösen. Also die Geldfrage, die Rechtsfrage, die Verwaltungsfrage hängen zusammen. Nach meiner Erfahrung, also um auf die Frage trotzdem einfach zu antworten, nach meiner Erfahrung ist die verwaltungseinfachste Sache die Bürgerversicherung. Es gibt einfach ein paar Vergleichsdaten auch der Weltbank. Die Weltbank hat mal vor einigen Jahren Rentensysteme der Welt verglichen. Und Platz 1 mit Abstand schnitt die AHV ab, und zwar in Bezug auf Verwaltungskosten und Demografiefestigkeit. Weil einfach eine Bürgerversicherung, die alle Leute umfasst und zugleich eine Mindestsicherung integriert, halt den geringsten Verwaltungsaufwand macht. Dann muss man hinzufügen, was die AHV hat, das war was vor der Kollege, einer hat vor die Frage gestellt, ja, ist das Niveau nicht zu niedrig? Natürlich. In Großstädten ist das Mindestniveau zu niedrig und jemand, der wirklich nichts anderes hat als die AHV-Rente oder den Grundeinkommen, der würde in der Großstadt nicht überleben können. Deswegen haben die Schweiz schon vor vielen, vielen Jahren einen AHV-Zuschlag, einen verwaltungsarmen AHV-Zuschlag installiert, dass jemand, der ein Grundeinkommen im Alter bekommt, wo es nicht ausreicht, bekommt einen verwaltungsarmen AHV-Zuschlag. Wie es im Augenblick sogar faktisch beim Jobcenter auch funktioniert, weil nämlich gerade keine Vermögensanrechnung erfolgt. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt der ganzen Grundeinkommensversicherungs- und der Bürgerversicherungsmodelle ist keine Vermögensanrechnung. Ja? Und das ist eine gravierende Veränderung gegenüber allen anderen Modellen, Negativsteuer und vor allem natürlich Negativsteuer hat vermutlich auch keine Vermögensanrechnung, aber all die bedarfsorientierten Modelle des Typus Sozialhilfe, wie sie auch die Grünen vorschlagen, wie Robert Habeck vorschlägt, sind alles Modelle, die letztendlich immer mit Vermögensanrechnung operieren. Ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, wenn man sie sehr großzügig positioniert, aber es ist immer ein Verwaltungsaufwand. Weil du hast immer Abgrenzungsprobleme. Also wenn man es verwaltungseinfach machen will, muss man eine Grundeinkommensversicherung einführen, eine Bürgerversicherung und soll für die Vermögensanrechnung vernünftige Vermögensteuer einführen, was die Schweiz auch hat. Die meisten Länder haben eine Vermögensteuer, eine vernünftige Erbschaftssteuer. Das sind die wirkungsvollsten Instrumente, wie es Piketty in Langzeituntersuchungen deutlich gemacht hat. Also wir müssen, das kannst du, die Vermögensungleichheit kriegst du über die Sozialversicherung nicht in den Griff. Die kriegst du nur über die Steuer, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer in den Griff. Okay, dann haben wir hier noch eine Frage oder zwei, die sich eigentlich auch von Harald Keck und Olaf, die sich auf die Höhe beziehen. Einmal ist die Frage danach, kann man die Höhe des Grundeinkommens an der Armutsgrenze von 1200 Euro orientieren und ob das Grundeinkommen nicht ungefähr so hoch sein sollte. Und die andere Frage von Olaf bezieht sich darauf, ob man das Niveau des Grundeinkommens dadurch reduzieren könnte, indem eben kostenfreier öffentlicher Nahverkehr oder kostenfreie Museumsbesuche ermöglicht werden. Ob man an der Stelle was drehen kann.
Und dann nochmal der Hinweis, wir sind jetzt in den letzten 5 Minuten. Die anderen Fragen müssen wir dann wahrscheinlich erstmal zurückstellen, weil ich dir gleich noch die Gelegenheit geben möchte, nochmal eine Schlusszusammenfassung zu geben. Ach, wie schade. Okay, muss ich ganz kurz sein. Also, die Niveaufrage ist eine fundamentale Frage. Ich bin darauf schon eingegangen. Sie ist schwer, sehr schwer zu beantworten. Natürlich ist es, wenn nach dem normalen Empfinden ist 1200 Euro schon etwas, womit man so eigentlich als Minimum bräuchte. Aber wenn ich meine Studierenden frage, leben 90% meiner Studierenden unter 800 Euro. Ja, also das heißt, die Frage, was man wirklich braucht, hängt von vielen Faktoren ab, hängt ganz wesentlich von Wohnkosten ab. Das ist ein ganz wesentlicher Block. Im Bereich der unteren Einkommensgruppen sind die Wohnkosten 50% der Ausgaben. Also man muss an die Wohnkosten dabei ran. Nicht Museumskosten und öffentliche Fahrtkosten ist nett, nichts dagegen, aber die Wohnkosten sind der wirkliche Kostenblock. Zweitens natürlich auch die Frage, wie die Krankenversicherung, Pflegeversicherung aufgebracht wird. Im Augenblick bekommen die Leute ja Kranken- und Pflegeversicherung, die Hartz IV bekommen, umsonst, ohne dass sie das merken. Ja, das meiner Meinung nach ist auch ein bisschen irreführend. Das muss ja irgendwie auch aufgebracht werden. Ich würde es schon deutlich machen, dass man das bekommt. Wer sich mal privat selbst versichern muss als Selbstständiger, der wird merken, was das kostet. Das ist nämlich nicht gerade billig. Das heißt also, hier mal ein realistisches Verhältnis. Also ich neige einfach dafür auch, würde ich auch den Grünen dringend raten, soziale Sicherung, Grundeinkommen als ein realistisches Programm, die Leute als ernsthafte Personen anzusprechen und nicht ein Schlaraffenland zu versprechen. Das ist sozusagen meine Schweizer Mentalität. Die Leute ernst nehmen als Bürgerinnen, als Bürger und ihnen nicht irgendwelche Versprechungen machen. So, und der zweite Punkt war nochmal, was war nochmal der zweite Punkt? Entschuldigung. Nee, das waren schon die beiden Punkte. Und ich würde dann jetzt hier nochmal 2 Fragen auch wieder zusammenfassen von Mechthild und Silvia Mommsen. Sie plädieren für eine beitragsfinanzierte Bürgerversicherung, weil sich diese am einfachsten ins bestehende System sozialer Sicherung integrieren lässt. Versteht sie das richtig? Oder Silvia fragt nochmal, wo genau ist dann der Unterschied zwischen einer Bürgerversicherung und einem klassisch bedingungslosen Grundeinkommen als Sozialdividende? Vielleicht können wir daraus ein Schlusswort machen und nochmal als Hinweis an alle Teilnehmer, wir beenden gleich den Livestream und die Aufzeichnung, aber auch Fragen können dann im Anschluss, wenn noch ein bisschen Zeit ist, vielleicht noch beantwortet werden. Also im nicht öffentlichen Teil, sozusagen beim Apero, wie es die Schweizer sagen, wobei wir unseren Sekt jetzt selber besorgen müssen. Ja, also auf die beiden Fragen ernst einzugehen, das sind schwierige, große Fragen. Also erstmal, ich glaube, dass eine Bürgerversicherung, also wir reden ja gerade über das Grundsatzprogramm der Grünen, was die nächsten 15 Jahre gelten soll. Also über die Richtung, nicht über den Step-by-Step. Was man jetzt konkret machen muss, ich habe deutlich gemacht, hängt ja auch von den Koalitionsoptionen, die man hat. Ja, je nachdem, wie man zusammenarbeitet. Wenn man nur mit der FDP zusammenarbeiten kann, muss man eher das Thema Negativsteuer stark machen. Geht nicht anders, weil was anderes wird man die nicht hinkriegen. Wenn man mit der SPD zusammenarbeitet, dann ist die Negativsteuer etwas, was der SPD meiner Meinung nach zu Recht nicht behagt. Dann kann man eine andere Lösung finden. Dann kann man vielleicht in Richtung Bürgerversicherung gehen. Also man muss den Kopf frei haben, um strategisch zu denken. Man muss wissen, was man eigentlich will. Und dann muss man das machen, was man wirklich, was geht. So, das wäre die grundsätzliche Seite. Die Frage Bürgerversicherung einarbeiten in die Sozialversicherung, ja. Wir müssen meiner Meinung nach ohnehin die Sozialversicherung immer mehr in Richtung Bürgerversicherung ausweiten. Es geschieht ja auch schon. Die Krankenversicherung haben seit 15 Jahren einen sogenannten Gesundheitsfonds im Hintergrund, in den alle gesetzlichen Krankenkassen einzahlen und von dem aus die KV wieder auszahlen. Das heißt, wir haben de facto schon ein Finanzierungsinstrument für eine Bürgerversicherung. Das heißt, wir könnten uns dazu hinbewegen, es muss der politische Willen da sein. Als Martin Schulz für die SPD antrat, war für ein paar Wochen mal die Idee Bürgerversicherung im Raum gestanden. Dann ist sie wieder versandet. Wir brauchen Leute, die sich dafür einsetzen. Wir brauchen Leute wie Wolfgang Strengmann-Kuhn, ich lobe ihn nochmal ausdrücklich, einer der wenigen, die überhaupt bei den Grünen in der Lage sind, Sozialpolitik zu durchschauen und dafür mal und auch mal deutlich zu machen, worauf es eigentlich hingeht. Die meisten Leute durchschauen es ja gar nicht. Dass das normale Bürgerinnen und Bürger es nicht durchschaut, ist doch verständlich. Aber dass die Eliten es nicht durchschauen, ist schändlich. Ist wirklich schändlich. Und deshalb ist auch der Umgang mit dem Zukunftslabor meiner Meinung nach wirklich schändlich und ein Jammer von den Grünen. Und ich hoffe, dass jetzt hier in dieser Runde des Grundsatzprogramms wenigstens die Richtung des ist schon mein Schlusswort. Frau, ist okay? Ich soll ein Schlusswort sagen, ja. Oder? Ja. Also, dass in Richtung des Grundeinkommens als eine Option aufgestellt wird und deutlich gemacht wird, das wäre mein Wunsch, dass man sich nicht auf ein Modell festlegen soll, sondern dass man
klug sein muss, das passende Modell in der richtigen politischen Konstellation zu finden und aber auch nicht ausgelöst. Also man sollte Negativsteuer nicht ausschließen, eine richtige Sozialdividende nicht ausschließen, man soll aber auch eine Bürgerversicherung nicht ausschließen. Und das sozusagen, wenn man so ein Gesamtpaket schnürt, wenn man das gut formulieren würde, in schönen, klaren Worten ist es für mich nicht so einfach, schöne, kurze, klare Worte, ich bin immer so langatmig, aber ich hoffe trotzdem, dass jetzt die Verwirrung am Ende nicht noch größer ist als am Anfang. Ich danke eben als dir, Bauke, hier dafür, dass du mich, ich danke allen, die dabei waren, ich sehe sie, sehe euch leider nicht, aber ich danke jeweils die, die aufmerksam dabei waren und hoffe, dass es ein bisschen nicht ganz uninteressant war. Vielen Dank, Professor Michael Opielka. Das war sehr, sehr informativ. Das waren sehr viele Informationen und am Ende eine klare Botschaft, das Grundsatzprogramm im Sinne des Grundeinkommens noch zu beeinflussen und gleichzeitig offen für die verschiedenen Varianten des Wies des Grundeinkommens zu sein. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Damit auch nochmal der Aufruf an alle grünen Mitglieder, sich an Beteiligungsgrünen zu beteiligen und die Anträge genau in diesem Sinne zu unterstützen, die Idee des Grundeinkommens als Ziel für die nächsten 15 Jahre festzuhalten. Der Verweis auch nochmal auf die Veranstaltung morgen, wo es auch nochmal um grüne Steuern und Ziele, grüne Ziele geht, mit Clemens Rostock, Volkswirt aus Brandenburg, wo wir auch nochmal über die Fragen der Finanzierung diskutieren können. Und alle, die jetzt hier mit im Zoom sind, sind auch herzlich eingeladen, noch dabei zu sein und sich gleich noch untereinander auszutauschen.